Eben der Prozess vom Holz, wo im Engadin oben ist, wo zum Teil natürlich schon eher so ein bisschen in einem kritischen Zustand war, verrissen, vielleicht auch etwas krumm geworden ist, da wieder in eine Form zu bringen, und zwar eben über das Trocknen, über das zusätzlich Nachschneiden. Ich habe dann lange studiert, was für eine Art Mensch brauche ich für so einen Prozess. Und dann ist mir eben der Thomas in den Sinn gekommen. Es ist alles da. Wir könnten eine riesen, wunderschöne Geschichte mitmachen. Und wenn ihr gesehen habt, dass ich heute mit meiner Reihenkerze einen Ofen entfacht habe, der irgendwo um die etwa 8 oder 9 Megawatt Leistung bringt. Also ein riesen Feuer, eine riesen Energie entwickelt. Wir als Ingenieure brauchen für eine genaue 3D-Planung, die den Ansprüchen genügt für eine maschinelle Abbund, Graz und Trocknungsholz. Holz, das Masshaltigkeit beibehaltet. Das Konzept ist Massivholz. Heutzutage tun wir alles verleimen. Aber Mutter Natur hat eigentlich ein statisches Wunder entwickelt, und zwar einen Baum. Und diesen Baum verschneiden und dann wieder zusammenleimen, braucht viel zu viele Arbeitsschritte dafür. Wenn wir uns hier, wo wir ja so viel Wärme haben, ein neues Trocknungsverfahren entwickelt, dann haben wir die Erkenntnis, die wir aus dem haben, das neue Denken von einer Trocknungskammer, dann haben wir hier auf dem Platz ausbauen und eben mit Massivholz arbeiten, dann haben wir so wenig wie möglich Arbeitsschritte müssen machen, um das gleiche Produkt hinzukommen oder sogar noch besseres. Also mit den traditionellen Trocknungsöfen war es sehr schwierig und hat niemand Kapazität gehabt. Und ich habe dann einmal im Internet eingegeben, Holz zu trocknen. Und dann bin ich auf die Expo gekommen und habe gesehen, die haben feurige Wärme. Und der Gedanke ist offen gewesen, wenn die feurige Wärme haben, dann müssen wir jetzt noch schauen, dass wir mit dieser Wärme irgendwie da herbringen, dass wir irgendwie das Holz nachtrocknen können, weil im Engadin nach diesen 2 Jahren ist natürlich noch nicht auf dem Feuchtigkeitsgrad gewesen, den wir gerne hätten. Woher kommt eigentlich meine Wärme? Deine Wärme kommt von da unten raus. Von da unten? Genau. Von da unten. Ja, dann müssen wir ganz vorne anfangen. Dann müssten wir runter in den Block 2 und dann könnt ihr dir das dort ein bisschen genauer zeigen, wenn ich ein paar Minuten. Hast du ein paar Minuten? Ja, ja. Also, da sind wir im höchsten Teil. Warm ist es. Da ist es auch am wärmsten, der Nobrennkammer. Da haben wir eigentlich die höchsten Temperaturen hier oben. Ja, an den 1000 Grad fast. Das ist eigentlich zuerst Holz, dann hast du Feuer, dann hast du Wasser und dann kommt der Dampf. Genau. Der Dampf geht auf die Turbine, durch die Turbine durch und kommt über das grosse Abdampfrohr eigentlich wieder raus. Geht in den Kondensator runter. Wird dort wieder kondensiert zu Wasser und das Wasser pumpen wir wieder zurück in den Kessel. In der Turbine entnimmst du Dampf jetzt eben für das Chemiewerk nebendran oder für die Heizung vom Bandtrockner. Wenn wir mit höherer Temperatur fahren und der Rest geht bis zum Schluss für die Turbine und kommt hinten als Abdampf dann wieder raus. Wenn ich nichts wegnehmen für das Chemiewerk nebendran, könnten wir 22 Megawatt Strom machen. Also wir reden von 20 bis 25 Tonnen Holz pro Stunde. Das sind 1,5 bis 2 Lastwagen, die pro Stunde Holz anliefern müssen. 22 Tonnen Dampf mit 60 Grad und das kondensieren wir zu Wasser. Und das ist nochmal richtig Energie. So, da Thomas, da kommt deine Wärme zu dir rüber. Jetzt steht hier ist eben der Kanal, wo die heiße Luft durchgeht.
Hier haben wir so ein Schläuchchen mit einer feinen Düse. Und die Düse spritzt gegen innen und macht die Luft nass und befeuchtet sie. Und somit habe ich genug Feuchtigkeit im Zelt innen. Die Temperatur vom Holz ist aufgegangen und die Luftfeuchtigkeit ist oben runter gesackt. Also je höher mit der Temperatur, umso tiefer ist die Luftfeuchtigkeit gegangen. Und so bringen wir die Jahre von oben runter. Ich hoffe, wir schaffen es auf die 10% bis am 1. August. Und dann ab auf Hetzigen. Dort können wir es dann weiter verarbeiten. Wir nehmen es möglichst aus dem Wald raus, ohne dass wir es zu viel modifizieren müssen. Dass wir es möglichst in einem schmerzlosen Prozess abtröchnen können. Da müssen wir dann noch eben das andere dazulernen. So, dass man es dann nachher kann, mit heutigen industriellen Methoden eben so bearbeiten kann, dass die Arbeitszeit nicht mehr relevant ist. Und wenn man dann alle die Zwischenschritte ausschaltet, wo zum Beispiel das Verlimmtholz oder die Spanplatte oder alle die Sachen brauchen, dann kommen wir dann wieder auf ähnliche Preislagen her. Und ich sehe einfach da eine ganz grosse Zukunft, dass der nächste Entwicklungsschritt wird, wahrscheinlich in dem Innensee, dass man so quasi zurück zur Natur. Also die Zukunft ist auf jeden Fall im Holzbau und darum die abwärmenden Nutzen, die wo wir sind, macht so oder so Sinn. Ja, schön wäre, wenn wir natürlich auf der Welt noch mit Holz bauen. Nur noch mit Holz? Also einen Meter abbauen. Einen Meter abbauen, ja, mit Holz.